Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier noch für diesen Marsch. Ja, der Rübenernte läuft. Ich musste ganz kurz am Traktor die Entfernung zum Rohr einstellen. Das war ja noch vom Dreschen her. Rübenrohr, da wollen wir es manuell machen, sonst klappt das nicht. Bei mir waren es minus 0,5 Meter. Mal schauen, wie es klappt. Wenn nicht, muss ein bisschen korrigiert werden. Ja, der erste steht. Die nächsten beiden stehen deswegen auch. Wegen Abstandseinhaltung. Ja, und das blockiert die Sache ein bisschen, ne? Wenn einer steht, gerade der erste, dann stehen alle. Jo, das klappt schon mal. Dann geht's gleich weiter. Ja, ich wünsche euch allen mal einen schönen Samstag. Und ich danke auch allen mal fürs fleißige Reinschauen. Ja, das ist super, dass es doch schon ein bisschen mehr geworden ist. Ja, mittlerweile sind es schon 2 Jahre, wo ich angefangen habe. Das erste Jahr habe ich mehr oder weniger verschenkt aufgrund von, naja, Unerfahrenheit, kann man sagen, ne? Viele Fehler gemacht, was Tags anging, Pfanne habe ich einfach gar nicht gemacht, das Bild zum Anfang immer sehen kann, ne? Ja, und so weiter und so fort. Ja, was man halt so macht zum Anfang, ne? Man ist ja doch ein bisschen unerfahren und dann, ich habe mir einfach so reingestürzt, ne? Also so mal losgelegt. Ja, das erste Video hieß es, das Format passt sowieso nicht, ne? Das allererste, es war ja auch kein, es war ein Test, ne? Also das erste Video war ja ein Test, ob es überhaupt funktioniert und so, ne? Und da kam die Meldung, das Format passt nicht, und da hatte ich schon 27 GB hochgeladen. Oh, da war nachts, glaube ich, 5 Stunden irgendwie. Wahnsinn. Ja, da kann man das, wusste ja gar nicht Bescheid. Oh, 15 Minuten war ja die Grenze, da muss man ja freischalten lassen. Und das gleich zum Anfang. Ja, das war gar nicht mal so. Ja. Naja. Es war schon schön, aber wie gesagt, das war erschrocken, ne? Da hat noch einen Fehler gemacht im Telefon. Statt SMS, ne? Da gab es ja so einen Code, ein fünfstelliger Zahlencode. Wurde durchgegeben. Ja, da klingelt Telefon. Washington DC, dachte ich mir so, Mensch, fährt er hier raus? Da muss man mal gucken, das ist nicht korrekt. Nächst gelegen, ja gut, okay. Geht hier auch, ne? Ja, Washington DC. Und dann kam der Wuff. Junge, kein Stift in der Nähe gewesen. Ich wollte aufschreiben, ging nicht. Dann habe ich gleich die Tastatur genommen und hat dann beim nächsten Mal bei Wiederholung gleich eingegeben, ne? So, ich glaube, den kann ich jetzt entlassen, glaube ich. Der ist, glaube ich, fertig. Ja, das war eine Aktion. So. Was haben wir ob da, ne? Entlassen wir gleich. Ja, es ist eh leer. Sonst blockiert er mir nur den ganzen. Ja, mit Audreif, ne? Kann passieren, dass er dann nicht funktioniert. Stelle ich immer so ab. Kann ja dranbleiben. So. Ja, ein Taktor ist bereits beim Flügelboy. Ja, weiter Taktor kaufen. Ne, den nicht. Weil ein Milchfahrer ist irgendwann wieder voll und dann würde ich die Milch wieder fahren lassen. Sonst muss ich ja extra programmieren. Der Taktor, ein Taktor ist bereit zum Flügen, fang aber heute auch nicht mehr an. Weil das bringt ja nichts, ne? Achso, ich wollte schwatten. Ah, ich wollte ja mit einem Taktor schwatten noch. Und zwar, der steht hier. Das ist der LKW. Und da vorne ist er. Fahren wir zu Feld Nummer 25. Nummer Fex auf Schwatt legen. Das ist der eine Fahrer, mal sehen.
ignorieren wir jetzt mal einfach. Sonst kommen wir in den nächsten Potte hier. Ja, da können wir so fahren, ne? So rum. Na, alle Produktionen werde ich hier nicht schaffen, das ist schwierig zu machen für mich. Zeitlich sind 7 Folgen in der Woche. Ja. Was ich jetzt als nächstes vorhabe, ist ja Mehlfabrik und Bäckerei. Aber jetzt im Winter, weil ich habe ein bisschen Getreide da. Ein bisschen Getreide kommt noch von Thüringen, wenn die Ernte mal läuft. Ne? Stand heute beginnt die Ernte übernächsten Montag. Weizen und Gerste. Ist gerade in der letzten Folge zum Schluss noch reif geworden. In der Frühe und ist trocken. Früh um 5, ne? Also dann, ne, geht das volles Programm los. Aber wie gesagt, in einer Woche, da geht los. Ja, die ganzen Ballen, war alles 8000er Ballen, ne? Das darf man nicht vergessen. Das lohnt sich schon, ne? Das ist richtig gut von der Menge her. Wahnsinn, die ganze Reihe ist voll, ne? Ja, ich habe die Ordner eigentlich für einzelne Let's Play extra gemacht, habe leider jetzt beim Wechseln der Karte das nicht gewechselt. Muss ich aufpassen. Aber ich kann es genau erkennen. Der eine war Traktor und der andere war der Rübenroder. Der Rübenroder ist die Marsch. Nur mal am Rande so, ne? Falls ich mich doch mal vertue, ne? Also willst du ja kopieren und dann an einer Ordnung überschieben. Geht ja ruckzuck. So. Letzte Wiese erstmal. Wenn die 12 nicht reif wird, kann sein, aber erstmal löschen, ne? Kursgenerierung 25, Rollen Schweiz. Beginnt auf Feld rein. Scharf, ich mach mal scharf. Generiere Feldkurs. Zurück. Ersten Wegpunkt. Speichern. Feld 25. Warten. 14,5 Meter. Scharf. Speichern. Einstellen. Ja, die Ballenpressen sind ja alle. Die war sicherlich voll. Gut, da klappt das. Halbwegs. Hier hat sich ja derjenige wieder freigemeldet, ne? Oh, der eine Fenster ist um. Oh. War garantiert was im Wege. Sind wir da? Der fährt so lange, bis Tank leer ist. Dann heißt das hier, Tank ist leer. Oh, ganz kurz wieder raus mit der Maus. Ich muss mal den Monitor ein bisschen höher stellen, dass mit der Maus hier rauskommt, so einfach. Dann passieren die Fehler nicht.
Gut, das dürfte jetzt klappen. Das klappt auch. Dann werde ich gleich mal ein Fahrzeug nehmen. Den nächsten, den ich erreiche, der frei ist, den wir nehmen können. Müsste eigentlich, der fährt nicht. Das ist dasselbe Problem. Das verstehe ich nicht. Im Großen und Ganzen noch ganz gute Ernte, ne? So. Fahre hier lang, die Wolfen hier. Den. Ja, kann man eben, ne? Fahren wir zum Hof und dann holen die Ballenpresse. Die brauchen noch einmal die Ballenpresse. Die Mähbecken möchte ich nicht abnehmen. Können sein, doch nochmal. Vielleicht mähen müssten, ne? Wenn das noch geht, können wir das mitnehmen. Brauche ich noch Geld für neue Felder. Fabriken. Im Winter haben wir ein Programm mit Fabriken zu beliefern und zu verkaufen. Das ist ganz gut. Ja, Freitagabend. Oh ja, doch recht früh. Ich hatte heute ein bisschen Mittagsschlaf gehalten. Aber doch, aus eigener Erfahrung ist das so, wenn ich jetzt nicht geschlafen hätte, theoretisch. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann irgendwann jetzt richtig müde geworden wäre, groß. Möchte aber gerne diese ganzen Folgen ein Stück fertig machen. Und allein schon deswegen, dass ich ganzen Cosplay-Fahrer einstellen müsste. Das wäre das eine. Audrey-Fahrer einstellen, das ist das nächste. Und das sorgt doch immer für Probleme, ne? Und da macht sie sich bald besser und spielt ein Stück durch. 7 Folgen ist ja auch nicht viel, das sind ja ungefähr 3, nicht mal 3 Stunden. Ne? Das ist für mich normalerweise Standard, kann man sagen. Ne? Gut, 6 oder 8 ist schon heftig, aber wie gesagt, 3 Stunden und so. Wie gesagt, man muss ausgeschlafen sein, dann geht's. Müdigkeit, das habe ich so eine Woche immer so habt, nachmittags, wenn ich so nach dem Essen und so. Ja, gut. Ich stehe um 3:30 auf und dann ist irgendwann um 4, ja, 12 Stunden vorbei, ne? Also nach dem Schlafen, ne? Und das merke ich dann schon. Aber in der Woche dann nachher zu schlafen, so wie heute, bringt auch nichts, weil, ganz einfach, weil ich dann nachts nicht schlafen kann, ne? Und dann ist das von vornherein, nächsten Tag, ja, Katastrophe, kann man sagen. Weil dann bist du richtig am Arsch, ne? Weil dein Rhythmus total durcheinander kommt und dann bist du nächstes Jahr noch weiter kaputt, ne? Von der Müdigkeit her, nicht von der Arbeit, von der Müdigkeit her. Der Körper will dann nicht, ne? Sag mal, ich bin ja keine 20 mehr, ne? Aber früher war das, oh, hier spielen. Bis früh um 4 manchmal, ne? Gut, nicht gerade LS, aber andere Spiele damals im damaligen Zeitpunkt, ne? Also, boah, da habe ich da lange gezockt. Aber muss dazu sagen, wenn ich arbeiten musste oder durfte, kann man so und so sehen, ne? Da war das immer halbwegs früh Schluss, dass man den nächsten Tag aufstehen kann, ne? Und vor allen Dingen ausgeschlafen zur Arbeit fährt, ne? Also dieses Pflichtbewusstsein habe ich schon, weil das muss ja alles irgendwie auch finanziert werden und das geht nur durch Arbeit, ne? Ja, die Pappeln wachsen auch nicht.
Tja, woran das nun genau liegt? Es gibt Unterschiede. Ich hatte im Mehrspielermodus Matchmap gespielt. Da waren die Papelhunks so reif. Keine Ahnung warum. Ist so. Gut, dazu sagen, da haben wir auch schneller gespielt. Von der Geschwindigkeit immer 5. Und das dauert eine Weile, bis er fertig ist. Deswegen mache ich ja immer Vorgewände zuerst, ne? Nachgewände zuerst letzt. So, was haben wir hier eingestellt? Früh anheben, spät absenken. Früh, spät. Okay. Mal gucken, ob er jetzt anders macht, ne? Soll er eigentlich im Nachgewinde nicht mitnehmen, ne? Eigentlich. Aber machen wir nicht immer, ne? Beim Ballenpressen ist er blöd, weil da macht er ja die Kurve kriegt er nicht richtig hin, ne? Das ist das ganze Problem. Können wir auch nicht reparieren zum Schluss, ne? Ja, da können wir Zucker herstellen ohne Ende. Schauen wir gleich, ob er richtig macht, früh und spät. Müsste jetzt eigentlich hochheben normalerweise. Ja. Also nicht die Kurve. Nicht mitnehmen, ne? Das ist ja dann negativ, ne? Also jetzt macht er im Grunde noch richtig. So, nicht in der Kurve, passt. Das passt im Grunde, ne? Zuschauer, liebe Zuschauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Sag mal tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter, ne? Neben Graspressen, letztes Mal. Und also weiter die Rübenernte in Schwung halten, ne? Damit ihr gesagt habt, reinschauen. Tschüss und ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.